Ja, hallo und herzlich willkommen zum From the Vault 20 Spoiler Video. Ich bin der Niklas und ich bin hier wieder mit dem Phil. Hallo. Und wir legen heute los mit dem From the Vault 20. Und das wird am 23. August diesen Jahres erscheinen und 20 Karten aus 20 Jahren Magic-Geschichte enthalten. Also wir feiern ja dieses Jahr das große Jubiläum und anlässlich dessen gibt es dieses spezielle Paket. Und diese Karten sollen Schlüsselkarten aus den erfolgreichsten Turnierdecks der letzten 20 Jahre sein. Das From the Vault wird nur in Englisch erscheinen und viele der neuen Karten bekommen auch ein neues Artwork verpasst. Ja, was ist From the Vault? Ein Premium-Produkt, was einmal jährlich von Wizards herausgegeben wird. Es enthält zusätzlich zu den in einer speziellen Linie gehaltenen Reprints zusätzlich noch einen Live-Counter. Es sind also alles Karten, wie gesagt, die Magic-Geschichte beeinflusst haben. Die kriegen teilweise ein neues Artwork und sind in einer ganz eigenen Foil-Linie erschienen. Das ist also nicht das Standard-Foil, was man jetzt aus Boostern ziehen kann, sondern nochmal eine andere Technik wahrscheinlich, die sie da benutzt haben, um einen anderen holographischen Effekt zu erzeugen. Auf jeden Fall ein schickes Projekt. Genau. Apropos, wenn ihr euch das Foil nochmal angucken wollt, dann könnt ihr mal nach dem Unboxing von From the Vault Realms aus dem letzten Jahr gucken. Das hat nämlich die Pia gemacht und da könnt ihr das Foil relativ gut sehen. Das ist immer mit Worten relativ schwer zu beschreiben. Aber wir fangen mal mit den Karten an. Und zwar haben wir jetzt schon 8 von 20 Karten gesehen, die wir euch jetzt vorstellen möchten. Und wir fangen mal links an mit dem Cruel Ultimatum. Und zwar ist das eine Hexerei für 7 Mana. Wir brauchen 2 blaue, 3 schwarze und 2 rote. Und ein Gegner unserer Wahl opfert eine Kreatur, wirft 3 Karten ab und verliert dann 5 Lebenspunkte. Wir bringen eine Kreatur aus unserem Friedhof auf unsere Hand, ziehen 3 Karten und bekommen 5 Lebenspunkte. Ja, Cruel Ultimatum, ihr seht schon, Nicol Bolas, das muss eine mächtige Karte sein. Und ja, das Cruel Ultimatum, hier jetzt übrigens auch mit einem neuen Artwork, ist einfach eine super harte Hexerei. Ich glaube, eine wirklich sehr, sehr mächtige Hexerei. Sie ist zwar sehr teuer, aber sie kann das Spiel komplett drehen. Ich weiß nicht, ob ihr das Duels of the Planeswalkers aus dem letzten Jahr gespielt habt, wo man gegen Nicol Bolas spielen musste. Und Cruel Ultimatum war somit die stärkste Karte, die er hatte. Ihr Spiel komplett rumdreht und deswegen, glaube ich, auch eine würdige Karte für dieses Set. Als nächstes haben wir dann Gilded Lotus, quasi den angepassten Black Lotus, nicht mehr overpowered, ein Artefakt für 5 Mana, das uns 3 Mana in einer beliebigen, also in einer Farbe, 3 von einer Farbe, einer beliebigen Farbe macht, steht in diesem Set wahrscheinlich so ein bisschen für den Merodin-Block, beziehungsweise den Artefakt-Cycle und die quasi die lange Artefakt-Regentschaft der Artefakte im T2, die waren ja mal eine Zeit lang wirklich das Nonplusultra, was man spielen konnte, wäre für mich jetzt nicht die Karte, die in den Decks unbedingt gespielt wurde, aber von dem wir jetzt an den Spoilern sehen, wäre das Einzige, was jetzt für mich auf die Magic-Geschichte hindeuten würde. Ja, wir machen mal weiter mit Impuls. Und zwar hat Impuls das Artwork bekommen, was wir am Anfang bekommen haben. Also wir haben ja auf der letzten Pro-Tour, meine ich, oder auf der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, als das Set angekündigt wurde, haben wir dieses Artwork bekommen und alle haben rumgerätselt, was es denn sein könnte. Und ich glaube, ich habe fast nirgendwo Impuls gelesen. Also ich habe ganz viel wilde Spekulationen gehört, aber Impuls war nicht dabei. Also Wizards hat es wieder geschafft, alle zu überraschen. Ja, Impuls für 2 Mana ein Spontanzauber und wir können uns die obersten 4 Karten unserer Bibliothek angucken, nehmen dann eine davon auf die Hand und den Rest unter die Bibliothek in beliebiger Reihenfolge. Ja, Impuls, ihr merkt es vielleicht schon, ist eine Karte, die einfach nur dafür da ist, um uns ganz bestimmte Karten aus dem Deck zu suchen, was natürlich für Combo-Decks sehr interessant ist und deswegen wurde sie da auch ja länger gespielt. Und ist sicherlich auch noch eine mächtige Karte aus der Magic-Geschichte, die man sicherlich in dieses Set mit aufnehmen sollte. Dann kommen wir als nächstes Ink Eyes, Servant of Oni, eine Ratten-Ninja-Legende für 6 Mana. Das ist eine 5-4er mit Ninjutsu. Das war zu der Zeit des Kamigawa-Blocks halt in T2 etwas, was ziemlich dominant gewesen ist, würde ich jetzt mal sagen. Dafür ausschlaggebend würde ich sagen, es ist die Legende aus diesem ganzen Ratten-Ninja-Cycle, hat eine gute Fähigkeit, dass man, wenn man Schaden macht, eine Kreatur wiederbeleben kann. Zusätzlich die Fähigkeit, um die es da in Kamigawa halt ging, Ninjutsu, das hatten da alle Ratten-Ninjas, beziehungsweise die Ninjas. Ich meine, es gab auch Ninjas, die nicht Ratten waren.
und man kann ihn regenerieren. Ist auf jeden Fall eine Vorteigeratte, sage ich jetzt mal. Vielleicht nicht die, die in den im T2 so groß gespielt wurde, weil das die Ratten schon ein, naja, sagen wir ein mittelmäßig aggressiver Typ waren, eher Midrange, das eher eine teure Ratte, aber ich würde sagen, das steht halt für den Kamigawa-Cycle. In der Zeit wurden halt viele Ratten-Ninjas gespielt. Ja, machen wir mal weiter mit Akromas Vengeance. Für 6 Mana eine Hexerei. Wir zerstören alle Artefakte, Kreaturen und Verzauberungen. Und wir können es für 3 cyclen. Das bedeutet, wir werfen diese Karte ab, zahlen 3 Mana und ziehen nochmal eine Karte nach. Natürlich im frühen Spiel, wenn wir dringend noch Länder nachziehen müssen hier. Ja, Akromas Vengeance ist ein immer noch heute im EDH gespieltes Mass Removal, was da wirklich einen guten Effekt hat, weil es sich wirklich um alles kümmert, also nicht nur um Kreaturen, sondern auch um Artefakte und Verzauberung. Deswegen auch ein bisschen teurer. Mir gefällt besonders das gestiftete Artwork für diese Karte. Da ist nämlich höchstwahrscheinlich Akroma im Hintergrund zu sehen. Und ja, das finde ich ist, ja, sieht einfach, finde ich, sehr schön aus. Und ja, ich hoffe mal, dass wir dann auch offen in dem Foil so rüberkommen. Als nächstes haben wir dann Ender Shaper Servant für 4 Mana eine 2/2er Human Legende, quasi der Vorläufer vom Planeswalker Venza, beziehungsweise tatsächlich der Planeswalker Venza, bevor er ein Planeswalker wurde, beziehungsweise bevor sein Funke dann endgültig ausgebrochen ist. Er hat Flash und wenn er das Spielfeld betritt, kann man einen Spell oder ein Permanent auf die Hand zurückbouncen. Besonders hier dran, man kann ein Spell, man kann also für 4 Mana quasi einen Spell countern. Der geht zwar wieder auf die Hand, aber auch eine Möglichkeit, es gibt nicht viele Karten, die da sind. Ist auch wieder eine Control-Karte, eine Kreatur, die man oft möglichst oft bouncen will und den Effekt öfter zu nutzen. Recht solide. Ich persönlich kann mich jetzt an keine Zeit erinnern, wo es wirklich also eine Karte ist, um die dominant im T2 rumgespielt wurde. Aber es muss natürlich irgendwelche Decks gegeben haben. Beziehungsweise muss es jetzt wohl für irgendeine Mechanik stehen, die viel gespielt wurde. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber alles in allem ist es auf jeden Fall eine nette Karte mit einem sehr netten Effekt. Ja, machen wir weiter mit den beiden letzten Karten, die wir heute für euch haben. Und zwar haben wir Hymn to Turak, die ältere, die vielleicht noch nicht so lange Magic spielen, ja, werden sich an die Karte vielleicht nicht erinnern. Für 2 schwarze Mana eine Hexerei. Und ein Spieler unserer Wahl wirft 2 Handkarten ab, in zufälliger, also die zufällig bestimmt werden. Und Hymn to Turak ist, man sieht es vielleicht nicht unbedingt am Anfang, aber es ist eine wirklich sehr mächtige Karte, die auch heute noch im Legacy gespielt wird. Man muss sich einfach nur mal überlegen, wenn man in Runde 2 oder mit einem Ritual oder so auch mal in der Runde 1 das schon abbekommt und dann vielleicht, ja, gerade vielleicht die Karten abgeworfen bekommt, die man gerade braucht. Im schlechtesten Fall sind es dann irgendwelche Länder. Man hat eine Hand gehalten, die man vielleicht mana-technisch gerade so ausgereicht hätte. Dann kann Hymn to Turak schon mal alleine so ein Spiel gewinnen und deswegen ist es wirklich ein sehr mächtiger, einer der mächtigsten Discard-Zauber wahrscheinlich überhaupt und deswegen ist es hier eine Karte, die ich ja sehr zu Recht in diesem Set sehe. Ja, dann kommen wir jetzt zu der letzten Karte, die wir jetzt spoilern können und wer hätte es anders geglaubt? Natürlich auch zum Goldstück des ganzen Sets. Der nächste Mindsculptor. Zu dem netten Herrn muss man wahrscheinlich nichts mehr sagen. Es ist einfach der mächtigste Planeswalker, der jemals gedruckt wurde. Der wurde nicht umsonst gebannt. Und wenn ihr weitere Infos dazu haben wollt, dann schaut euch gerne unser Top 8 Planeswalker Video an. Da haben wir das alles nochmal ganz genau aufs Detail erklärt. Und damit sind Ja. wir auch schon am Ende von unserem ersten Spoiler-Video zum jetzt From the Vault 20. Der Rest kommt natürlich später noch. Das sind alle Karten, die bis jetzt gespoilert wurden. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.